Warning, this game contains violent and disturbing materials. For as long as you can remember, legends have been told about the derelict mansion upon the hill that casts a blanket of darkness over the town. The history of the house itself is virtually unknown, and even the town's oldest residents cannot remember the mansion's origin. Being an avid history enthusiast, you embark to the up the mountain to visit the manor, hoping to shed some light on the backstory of this crumbling fortress of darkness. Und damit herzlich willkommen zu Spooky's Jumpscare Mansion. Ehemals Spooky's House of Jumpscares, so wie ich es noch kennengelernt habe unter Gronkh im Livestream damals bei ihm. Wo er versucht hat, die 750 Räume, die es damals gab, ich weiß gar nicht, wie viel es inzwischen gibt, durchzuspielen. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, was sich geändert hat seitdem. Der Name zumindest. Die Musik ist nach wie vor geil. Was es im Gegensatz zu dem LP bei Gronkh hier nicht gibt, ist ein, ja, ich würde sagen, gutes Gameplay, gute Kommentation. Dafür gibt es hier eine Webcam, hi! Ja, ich mach das jetzt nicht irgendwie aus Eigeninitiative? Nein, das ist, der Elias hat das unter die Kommentare von diesem Pewter Faction geschrieben, dass ich das immer machen soll. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und mach das jetzt. Dazu sage ich kurz, ich hasse Jumpscares. Das ist jetzt wirklich das erste Horrorspiel auf dem Kanal. Das letzte, dieses Pewter Faction, das zählt nicht. Das war wenig Horror. Schauen wir mal. Ups. Okay. Okay, lassen wir mal. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Play. Und ich weiß nicht, ob jetzt was kommt. Eine Cutscene. Ich bleibe mal mit dem Finger auf dem Minusknopf, falls eine kommt und ich mich ausblenden muss. Oh, okay. New Game machen wir natürlich. BASD. Look Mouse. Activate E. Enter Space. Spin Shift. Use Weapon Left Click. Okay. Ja. Oh, es kommt keine Katze. Okay. Hello, I am Spooky. Wo ist denn du? Ach, da. Hi. And this is my home. Ach, schön. Can you, humble player, make it through a thousand rooms? Nö. Can you find what lies at the end? Nein. Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. Okay. Das heißt, wir wurden auf seinem Geist angeprabbelt, ob wir 1000 Räume in seinem Haus durchlaufen können. Und das machen wir jetzt. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Ich renne hier gleich mal. Wie man sieht, haben wir eine Lebensanzeige und eine Ausdaueranzeige. Beides wird bestimmt noch wichtig werden. Ich gehe mal hier rechts. Springen kann man nicht, okay. Oder zumindest, nee, man kann nicht springen. Okay. Also ich hasse Jumpscares, das sage ich jetzt schon mal. Hier geht's nicht weiter. Dann geht es hier weiter. Ich hasse das Spiel, nur zur Info. Also beim Zuschauen ging es noch, aber jetzt beim selber Spielen ist das schon was anderes. Okay, das war jetzt nicht gruselig. Das war, glaube ich, eine Eiswaffel oder so. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe dafür nicht extra nicht angehalten. Das war mir dann doch relativ egal. Ich hoffe mal, es kommen keine Endgegner. Da gibt es nämlich so bestimmte Gegner, die bestimmtes Vorgehen verlangen. Zum Beispiel ein Puppenspieler, den musst du immer angucken. Das heißt, du darfst nur rückwärts laufen. Okay. Ah, ein Bett. Können wir nicht einfach hier bleiben und schlafen? Nein, können wir nicht. Okay. Hier können wir auch nichts machen? Okay. Dann müssen wir anscheinend weiter. Ach, das Bild hätte ich auch gern zu Hause. Also, das bin sogar ich da drauf mit meinem Bruder.
Ja, so sehe ich aus und ich halte meinen Bruder immer so wie so eine Voodoo-Puppe. Also ich will jetzt nur reden, damit ich keine Angst habe vor dem Spiel. Oh, und noch ein Bett. Ist mir sogar mit einer Vorrechnung für einen Himmel. So ein bisschen. Oh. At first this place just seemed cute, but I've been here for days now. I'm feeling quite parched now and I keep getting this feeling like I am being watched by something. Oops. This is not romantic at all. Ja, das kann sein. Oh, was ist das? Das kann ich leider nicht erkennen. Ach, schade. Wehe, da kommt jetzt was. Das wäre so... Ah. Ich will nicht. Was? Ach so. Ah, cool. Cool. Ich bin vorbeigelaufen. Hier gleich weiter? Ja, hier können wir gleich weiter, okay. Ich hoffe, hier kommen wir auch weiter. Ja. Ja, wieder rechts. Okay. Bis jetzt ist die Atmosphäre das einzig Gruselige. Die Musik war jetzt heißungsvoll, aber es kam nicht. Alter! Hör doch auf! Jetzt gehen wir mal links. Wow, Alter! Okay, das war jetzt das erste Mal, dass ich mich erschrocken habe. Okay. Das ist zumindest von den Jumpscares her. Okay, die Bilder werden immer unspektakulärer. Ich versuche mich damit jetzt nur irgendwie in Laune zu halten. Wie realistisch war denn dieser Raum gestaltet? So, gleich müsste der erste Gegner kommen. War das nicht sogar ein Geist oder so? Der stand jedenfalls in so einem Raum. Also... Schauen wir mal. Raum 50? Ach nee. Wir haben einen Safe-Raum. Was steht denn hier? I know something is following me, but I feel like I'm prancing through the same rooms over and over. Hopefully leaving notes as breadcrumbs will prove I am making progress and reaching some destination. I just hope I don't run out of ink. I am dreadfully thirsty. Okay, dann... Gut. Kann man speichern. Juhu, wir haben gespeichert. Das heißt eigentlich, weiß nichts Gutes. Okay. 8,7% CPU-Auslastung, klar. Bei Stream habe ich dann irgendwie 80%. Logisch. Nein. Was ich am gruseligsten... Oh. Was ich bei Gronkh am gruseligsten fand im Let's Play, waren tatsächlich die Rehe in so einer Waldlichtung, die total unerwartet kam. Dann irgendwelche Rehe, die dich angegriffen haben. Also, wenn du ihnen zu nahe kamst. Erst so ganz niedliche Rehe und dann auf einmal sind sie zu Monstern geworden, als du ihnen zu nahe kamst. Die fand ich extrem gruselig. Vom Design auch her. Kommen wir hier weiter? Ich hoffe mal. Ah ja, okay. Das war der richtige Weg. So. Ich finde es doof, dass man immer, also eigentlich auch, man kann sich daran gewöhnen, dass man mit E immer die Türen aktivieren muss. Auch obwohl nichts passiert, fick dich. Diese Jumpscares sind so, oha. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Let's Play oder ein Let's Test wird. Ich werde erstmal nur ein, zwei Folgen aufnehmen. Ich glaube, eine Folge sogar nur. Und dann fragen, während ich das hochlade, also wenn ich das hochlade, fragen, also achte ich auf die Kommentare, ob ihr noch mehr davon sehen wollt, weil ich glaube jetzt, ich persönlich würde, wenn es keiner sehen will, nicht alleine aufmachen. Also, alleine machen. Spouting, splashing, soaking. Innards, ingest, invoking, nailing, never stop the joking.
Fick dich! Fick dich! Boah. Alter, bleib weg! Oh, verdammt. Boah. Oh, der kann fliegen, natürlich! Aber klar doch! Aber klar doch! Natürlich kannst du das. Och, lo, ich hänge der Tür. Oh, Gott sei Dank. Huch. Auf. Du Kackviech. Da ist er ja schon. Lauf. Nein, der Weg ist falsch. Lauf, außenrum. Nein, los. Das war jetzt sehr gemein. Das war sehr gemein. Das kann ich nicht gutheißen. Och, los. Hopp. Nicht in den Stuhl reinlaufen. Dann ist das Vieh endlich weg. Also spätestens Raum 100 ist es ja weg. Da ist ja der nächste Safe Stat. Ah, ist weg. Ist weg. Ist weg. Boah, geil. Wir haben den ersten Endgegner besiegt. Boah, also, wir sind im Entkommen. Ich hoffe, da kommt es nicht direkt ein zweiter hinterher. Das finde ich nicht allzu toll. Oh, das ist cool designt gewesen. Ich hoffe, der ist jetzt wirklich weg. Also, das ist cool designt. Das ist echt cool. Okay. Ich sollte aufhören, Thema abzulenken. Ihr wollt das Spiel sehen und nicht meine dummen Kommentare. Was ist das denn? Kann ich das mitnehmen? Hier sind aber auch keine Zettel. Wahrscheinlich bricht das gleich aus dem Verhältnis. Das sehe ich so safe. Aber 20 Räume hätte es noch. Ja, gehen wir jetzt links oder rechts lang? Beides hat sich ja bis jetzt als Finte herausgestellt. Wir gehen anscheinend den Weg. Ausdauer ist ein bisschen störend, also dass sie so gering ist. Das ist ein bisschen hinderlich. Aber so wird das Spiel dann auch nicht zu einfach. So hat es immer noch eine Herausforderung. So, ich glaube, bis Raum 100 spielen wir. Dann mache ich Folgenpäuschen und warte auf die Resonanzen über YouTube. What? Okay. Ich glaube, ich bin im Himmel. Okay. Ja, okay. Ah. Okay. Okay. Eins. Rechts, rechts. Okay. Rechts, rechts. Links? Nein, okay. Rechts, rechts, geradeaus. Und noch ein. Okay. Rechts, rechts, geradeaus, geradeaus. Rechts, rechts, geradeaus, links. Da ist die Tür. Super gemacht. Wir sind Profis. Gibt's hier was? Ink, not quite quenching my thirst. Taste is terrible. Stains are terrible. I don't think drinking it was a very romantic idea. Ich glaube, romantisch ist sein Lieblingswort. So, gleich müssten wir dann ja auch am Aufzug sein. In 8 Räumen. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr.
Im letzten Raum kommt dann noch irgendwie wahrscheinlich so eine riesige, fette Kreatur. Nein, das wäre... Aber es gibt halt noch Puppenspieler, Spinnen... Ich glaube, so ein Spinnenviech. Das ist weg. War ich zu schnell fürs Jumpscare. Ach, schon wieder so eine Eistüte. Ach, wie cool. Süß. Hier ist nichts? Okay. Dann laufen wir links. Und hier sind wir am... I found something today to satisfy my unromantic... romantic thirst. I awoke today from a brief faint and found before me a bottle of red wine. Ooh. I'm not sure what brand, oh yeah, for theirs is not a label. All I gather is that it tastes strongly metallic. Oh, dann war es bestimmt doch kein Rotwein, sondern vielleicht Blut. Gut, dann speichere ich mal hier und sage dann, wenn es euch gefällt, schreibt in die Kommentare, dass ich davon noch einen Teil machen soll. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt einfach gar nichts oder schreibt, nein, das Spiel möchte ich nicht sehen, das ist mir viel zu gruselig und, also gruselig müsst ihr dann schreiben. Ja, das wäre dann doch lieber was für was anderes. Dann hätten wir einen Slot frei für irgendein Spiel, das nicht so gruselig ist, so irgendwas wie, keine Ahnung. Ich finde hier auch gerade nichts. Naja, zumindest dann, schreibt in die Kommentare, was ihr haben wollt. Und ich verlasse mich da ganz natürlich auf euch und hoffe, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Und ciao, bis zum nächsten Let's Play oder bis zur nächsten Folge. Kommt drauf an. Auf euch. Ciao.